Moin Leute, jetzt geht's ab zum Truppe von Let's Bastel. Einen Tisch bauen. Hat er mich gerade veräppelt, der Truppe. Hat er gesagt, ob wir nicht einen anderen Termin finden können, jetzt um den Tisch zu bauen. Und ich habe schon 4 Stunden Fahrt hinter mir. Ne? Und wir haben jetzt 8 Uhr. Ich hoffe mal, das war ein Witz. Aber ich gehe mal stark davon aus. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Oh, keine Ahnung. Ich glaube, hier ist irgendwie das von dem Werner oder was. Ich glaube, da steht der Anhänger da, den der Truppe immer hat. Den er immer von dem nimmt. Ich rufe sie jetzt mal an. Einfach geradeaus weiter. Okay. Ja, fahr geradeaus weiter in die nächste Straße rechts. Jo. Ja, ich sehe dich schon. Genau, du fährst geradeaus, du hast ein weißes Auto. Geradeaus weiter, rechts in diese Straße rein. Ja. Dann fährst du wieder rechts. Dann siehst du den großen Carport. Marc, von wo hast du mich denn gesehen? Das ist ja krass. Sieht man, ne? Bis gleich. Ciao. Ja, da haben jetzt hab ich dich auch mal erwischt. Ey, da kriegst du aber keinen 2,70 Meter Tisch rein. Doch, 2,80 Meter, glatt unten und diagonal 3 Meter. Ach, der ist Glück gehabt. Der wohnt da ist wirklich es. Am Hang. Der wohnt wirklich am Hang. Ich hab gedacht, du machst das hier. Boah, das sind die Bohlen, ne? Der riesen Dinger. Und daraus, wie dick wird die Tischplatte, sagst du? So dick, wie du sie möchtest. Also, ich denke, da kriegen wir auf jeden Fall 35 raus. Millimeter. Und der Rest wird abgehobelt oder was? Die sind auch voll dick. Die sind auch bestimmt hier 55 oder was? Ja. Wie viel kriegen wir auch mehr raus? Das ist Heberland. Ja. Krass. Sieht aus wie ein Baumarkt hier. Echt. Mit so einer dicken Säge hier an der Seite. Man hat alles selber gebaut hier. Übelst. Hör mal. Die News. French Clean, ist das richtig ausgesprochen? Glied. Glied. Manche schreiben French Glied. Oha, ja, okay, das ist ganz schlecht. Boah, das ist aber ein Traum, ne? Das ist ein Traum, ey, ohne Quatsch. Krass, 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 so viel Platz, ey. Das ist hart, echt. Ey, hier muss auch ein Aufkleber von mir noch drauf, ne? Ich habe aber gar keinen, ich muss mal welche machen. Wir wischen uns jetzt mal den Schlaf aus den Augen und fangen an zu ackern. Wie lange wollte ich? 2,80. Perfekt. Schreib bitte das Zeug. Das ist sehr schwer für mich, dieses Video jetzt wahrscheinlich hier zu drehen und zu schneiden, weil ich habe null Ahnung, was wir hier gerade machen. Ne? Ja, das sind wir schon zwei. Und schönes Werkzeug hast du, echt. Meine Güte. Du sagst, ist kein Profi-Werkzeug, ne, was du hast, ne? Ja, Festool schon. Ja, Festool schon, ne? Habe ich mir auch gerade so gedacht. Toll machst du das. Ja, eine muss ja arbeiten. Also, Chef Ross. Ja. Schön, gell? Sieht man gleich, wie geil das Holz ausschaut. Er hat da voll in der Schraube reingesägt. Aber guten Sägeblättern macht es nichts aus. Echt? Das wird eine Tafel, sag ich dir. Wir probieren jetzt mal mit dem Günther hier, mit dem Bandschleifer abzuschleifen. Warum heißt der Günther? Ohne Quatsch, das weiß ich nicht. Ja, einfach so, weil der Günther heißt. Hammerhart. Das war nur die Hitze. Ja. Ah! Was passiert? Ich hab mich verbrannt.
halt jetzt ein Monstertisch, ne? Aber ich habe gedacht, der wäre breiter, aber ist nur 5 cm breiter, wie ich ihn haben wollte. Ich wollte ihn 2,80 m mal 1,10 m. Ein Brett haben wir jetzt rausgenommen, eine Diele. Wir können schon einen Streifen abschneiden. Ja, aber 1,15 m oder 1 Meter. Ich habe halt gedacht, es wäre viel breiter. Aber 5 cm, scheißegal. Ich muss mir hier ein bisschen was überlegen, aber das ist halt ein Monster. Ich habe auch brutal verzogen, schau mal an. Schau mal. Ja, ja. Das Ding umbauen, umstellen. Ja, hier kann man hier anfangen. Was ist das? Das ist ein Messerkopf, Mann. Alles einzelne. Das ist ja wie ein Messerkopf. Spiralmesser, das ist das Beste, was du im Holzwerken kriegst. Sehr schönes Gerät. Wie schwer ist das? Weißt du das? 400 Kilo, glaube ich. Machen. Kann man froh sein, dass das Räder hat, ne? So, jetzt müssen wir das Ding durch die Kante fahren. Das erste Mal, du bist quasi live dabei. Erste Mal wird er jetzt bewegt hier. Macht. Habe ich stecken lassen oder soll ich rausziehen? Warte, warte auf. Nee, lass ruhig drin. Ja? Das müsste eigentlich so. So reichen. Das ist ein Transformer, das Ding. Absolut. Echt, schau mal. Extrem verzogen. Schau dir mal, wie schief das ist. Schau mal, jetzt mal, das hier ist ziemlich gerad. Jetzt überleg mal, was du da für eine Tischplatte rauskriegst. Du kriegst ja eine 5 mm Tischplatte aus dem Ding raus. Ihr habt von sowas überhaupt keine Ahnung. In der Länge keine Ahnung. Null. Wirklich null. Ist das der Typ, den du angerufen hast aus deinem Blog, da der eine oder was? Ja, für Christoph, der große Abrichter. Und warum? Warum was? Weil er so krumm ist, oder was? Warum was? Ja, klar. Warum hast du denn Sorge? Weil er so krumm ist. Ja, ne? weil er so krumm ist. So, ja, aber ich dachte, das wird kein typisches Tischbau-Video. Wir haben jetzt hier allerhand Probleme, die echt, ja, schwierig sind. Wie weit ist diese Schreinerei, oder was, wo das Holz her ist, weg? Wo das Holz her ist? Ja, diese habe ich heute nicht. Was soll ich da sagen? Nee, sonst ich rufe da an und frag mal, ob da irgendwelche Toleranzen oder was weiß ich, hab mir gesagt, geh um den Tisch. Ja, guten Tag, Shop hier. Hallo. Können Sie sich erinnern, Shop hier? Genau, ja. Ja, wegen dem Tisch, ne? Die Bohlen für den Tisch. Ich bin jetzt hier und wir wollen den gerade bauen und sie sind halt wirklich zum Teil so verzogen, dass man da noch 20 cm Platte rausbekommt, wenn man die abbricht. Ne? Also gibt es da irgendwelche Toleranzen? Wie lange habt ihr auf? Ja, das schaffen wir. Ja, dann machen wir das so. So, das war ein riesengroßer Hickhack heute gewesen. Ne? Wir waren bei einem Kollegen von dir, weil der noch größere Maschinen hat wie du. Ne? Nochmal danke, sag ihm echt nochmal danke von mir. Das war ohne den hätten wir wahrscheinlich jetzt einbrechen. Das war übelst gut von ihm. Übelst gut ist das gewesen. Aber wie der Tisch entstanden ist, das sieht er so ein bisschen beim Truppe auf dem Kanal. Und ich werde dann in meinem Kanal den noch bearbeiten, hier mit diesen Inlays da. Einen zeigst du mir morgen und sowas. Ne? Ja, auf jeden Fall seht ihr das. Das war jetzt zu viel Hickhack hier mit zwei Kameras zu hantieren und sowas. Das seht ihr beim Truppe im Kanal, bei Let's Vlog. Und ich zeige euch dann, wie ich den Tisch schön mache. Der kann das nämlich nicht so gut. Was?